Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich habe gerade noch mal kurz gespeichert, weil ich habe die Befürchtung, wir werden jetzt gleich noch ein paar Mal öfters drauf gehen. Was kommt denn da auf uns zu? Bitte kein Hohepriester. Okay. Da... Das wird er... Okay, den können wir so kaputt hauen. Wird ihn trotzdem mal rauslocken wollen. Nein! Okay, das war doof. Machen wir so. Schild. So, die Mumie ist... Nicht da, okay. Da! Hä? Wieso wurde ich jetzt getroffen? Ich finde es interessant, dass die Skelette auch eigentlich bluten hier. So. Nice. Was ist jetzt mit der Mumie? Kommt die auch noch? So, vielleicht erstmal was essen. Und der letzte. Speichern. Und wieder die Fackel. Wir verbrauchen wieder viele Fackeln. So, den hier. Ich bediene mich einfach mal dran. So, was haben wir hier? Amulett des Eilschutzes. Ilias Artefakt, eine wertvolle Vase. Ilias Artefakt. Das speichere ich nochmal. Jetzt wird wahrscheinlich die Mumie kommen. Der ist nicht auf der Seite. Da sind die beiden. Und ich höre schon den Hohepriester. Ich will die beiden jetzt aber rauslocken. Wo ich dann ein bisschen mehr Platz habe zum Schießen. Gefällt mir jetzt gerade gar nicht. Wenn der Hohepriester jetzt kommt. So. Ihr seht zu, dass ich nur die Mumien erstmal fertig mache. Der soll bitte auch dazu kommen. Oh nein. Gegen den Hohepriester will ich nicht. Gegen den ja. Der wird mir noch ordentlich Probleme machen, glaube ich. Immerhin versucht er immer wieder abzuhauen.
So, das heißt, das können wir jetzt speichern. Wir haben den erledigt. Dann gucken wir mal. Dass wir den vielleicht so erledigt bekommen. Keine gute Idee. Immer in Bewegung bleiben. Ich glaube, das ist wichtig. Der steckt da fest? Nee, doch nicht. Kurz gehofft. Ich hasse den. Hör auf zu heilen. Böse. Nein! Der dürfte irgendwann auch keine Magie mehr haben, oder? Es wird auch schon mittlerweile heller. Ich habe schon auch leicht Herzrasen gerade wegen ihm. So, also jetzt nicht richtiges Herzrasen, sondern so Herzklopfen eher. Dass er mich vielleicht kaputt machen könnte. Nein. Alter, ich hasse den. Kann ich vielleicht die Sklaven nutzen? Damit die ihn kaputt hauen? Wieso kann ich mich jetzt nicht bewegen? Irgendwie muss ich den ja doch loswerden. Immerhin Ausweichen funktioniert gerade. Soll aufhören. Nein. Ey, der geht richtig auf den Nerv mit seinen Dings. Hier, ich habe da jemanden für euch mitgebracht, Leute. Jo. Das war knapp. Immer seitlich bewegen. Leute. Ah. Nein. Böse. Scheiße. Hohe Priester, ey.
Alter, der geht mir so... Ja, kommt alle dazu. Helft mir mit den kaputt zu machen. Da! Okay. Kann ich die anderen auch noch dazu holen zur Hilfe? Gut gemacht. Das war's für dich, Mistvieh. So. Okay, das können wir auch noch mal speichern. So, vielleicht noch mal was futtern. Und dann versuche ich die auch zu den Sklaven anzulocken. Dann machen wir das so. Ich will jetzt nicht nochmal irgendwie einen Freund hier verlieren. Schon schlimm genug, dass wir Lester verloren haben. So. Gleich hier nochmal speichern. Ist jetzt nur die Frage, wie viele Hohepriester gibt es hier noch? Den haben wir schon. So, was haben wir hier? Ding der Abwehr, nochmal ein bisschen Erz. War es das schon? Haben wir das hier abgeschlossen? Eins der Adanus-Artefakte. Adanus-Krone. Finde die Krone. War es das schon? Haben wir wirklich jetzt das hier auch abgeschlossen? So, einen Moment. Wir haben hier jetzt Adanos Ring, Adanos Krone, das wir nicht tragen können. Oder? Können wir das tragen? Nee, da fehlt mir altes Wissen. Okay. Aber das ist Wassermagier? Und dann haben wir hier auch noch so ein Artefakt, Ilias Dings hier irgendwo. Keine Ahnung. So, der Mörder von Ramirez bestraft den Sklaven Yusuf. Ilya will ein Artefakt aus dem Tempel. Weißt du, ich habe nicht ohne Grund der Tempel liegt etwas, was ich gerne. Im Tempel liegt etwas, was eine alte Vase, sie ist übersät mit alten Schriftzeichen. Biete dir folgenden Handel an. Gib dir den Schlüssel und du besorgst mir die Vase. Was hältst du davon? Hol dir deine Vase aus dem Tempel. Gut, denk dran, sie ist über und über mit Schriftzeichen versehen. Und wenn du nicht lieferst, wird mir ein Kopfgeldjäger deinen Kopf liefern. Hier ist der Schlüssel. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Wo war Ilya? Aber dann haben wir das hier auch erledigt. Und dann haben wir den und den und den hier fertig. Dann muss das hier noch gemacht werden. Und ich weiß, vielleicht ist das hier auch noch eins. Hier ist auch noch eine Ausgrabungsstätte. Aber ich glaube, wir sind hier doch eher auf der Seite der Menschen. Mittlerweile. Anstatt der Orks oder Belia. So, und wir wollen ja noch ein bisschen weiter skillen. Also, wir müssen hier noch ein bisschen. Wir haben 22 Punkte. Mit Bogenschütze vielleicht noch machen, weil wir benutzen doch schon relativ häufig den Bogen. Ich glaube, Ilya war in der Oase da hinten.
Ich glaube schon, dass Ilya dort war. Ja, komm, ein bisschen schneller, Held. Wer war hier Ilya? Oder war Ilya überhaupt hier? Murat, Händler, Assassine, Kämpfer, Ragnarok, Mäzir. War hier kein Ilya? Der Tempel wurde geöffnet. Die Schrecken wurden erweckt und sie lassen sich nicht aufhalten. Wo hast du den Erzrohling her? Wo hast du den Erzrohling her? Den habe ich gefunden. Hübsch, nicht wahr? Ja, ja, der alte Messier findet so einiges. Zeig mir deine Ware. Wie viel Geld hat er? 13.000. Komm, wir haben hier den hier. Kann ich ihm ein bisschen was andrehen? So, was haben wir hier? Noch ein rostiges Schwert. Noch mehr rostige Schwerter. Noch ein paar Knüppel. Dann Kriegsbogen. Dann diese Bögen hier können auch noch weg. Der kann weg. Was haben wir hier? Ein Bluterte. Die behalte ich mal. Scheint interessant zu sein. Aber Ork-Armbrüste können weg. Die normale Armbrust kann auch weg. So, der kann weg. 380 Stärke bräuchte man dafür. Unglaublich, ey. 340. Ich habe nicht vor, so viel in Stärke zu investieren, wenn ich ehrlich bin. So, der kriegt fast alle meine Waffen. Haben wir hier noch was? So. Ein bisschen kann ich noch was verkaufen. Was macht das? Grundsätzliche Resistenz gegen Krankheiten. Ja, kann weg. Dann der hier. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich glaube, mehr kriege ich von ihm nicht, oder? Oder wenn ich den hier noch andrehe. Wohl. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Ja, ich glaube, so. Wenn ich den hier noch 56, nee, das wird nicht funktionieren. Wo ist der andere Händler? Hier gab es noch einen Händler. Da. Zeig mir deine Ware. So, hier habe ich ja nichts mehr für ihn. Oder doch die Bolzen. Ne, die Bolzen behalte ich jetzt erstmal. So, aber die können weg. Das. Das kann ich nur hoffen. So, was haben wir hier? Telekinese brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Krankheit übertragen, vergessen. Nebel, Vergiftung heilen brauchen wir nicht. Flammenschwert behalten wir. Feuerball behalten wir. Flammenwelle kann weg. So, haben wir hier irgendwas, was wir nicht brauchen? Ja, Verwandlungstränke brauchen wir nicht. Krankheit heilen, Gegengift brauchen wir auch nicht mehr. Wasser. Wir haben 24 Wasser mittlerweile. Wir brauchen alchemistisch gleich. Dann, das brauchen wir nicht. Dunkles Snapperleder. Das kann weg. Dann die beiden. Das kann weg. Eine Schaufel kann weg. Die können komplett weg. Das Messer kann weg. So, und die hier können weg. So, Goldausgleich. Das kann ich nur hoffen. 150.000, nice. Ich gebe dir eine. So, wo haben wir jetzt Ilya? Suchen wir mal einen Weg wieder da hoch. Also ich glaube, da hinten war der ja. Also der eine war ja da hinten. Der Hauptweg nach oben.
Aber ich weiß nicht, ob das noch einen zweiten gab's. Achso, die müssen wir wieder hier hinpacken. Wir haben 115 Schnaps. Und was war das da? Noch ein Trank der Ausdauer? Erhöht die Ausdauer des Anwenders dauerhaft. Oh! Plus 8. 190 Ausdauer haben wir jetzt. Okay, nice. Ich glaube, wenn ich einen zweiten Run mache, ich gehe direkt hier auf Dingens, auf permanente Tränke, Alchemie. Dass ich das lerne. So, jetzt erstmal Ilya suchen. Hier war irgendjemand Ilya. Ich werde die Sache zu Ende bringen. Das bedeutet nichts Gutes. So, bist du Ilya? Nein, das ist Hamid. Masil? Wer war Ilya? Verlieb? Noch ein Händler? Ramon? Ernsthaft, wer war jetzt nochmal Ilya? Wo finden wir den? Ersul? Du solltest sehr vorsichtig sein. Ilya, hier ist deine alte Vase aus dem Tempel. Hier ist deine alte Vase aus dem Tempel. Du warst im Tempel? Du beeindruckst mich sehr. Zeig her das gute Stück. Ich denke, da wird etwas passieren. Das ist sie. Endlich. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon hinter ihr her war. Davon will ich nichts wissen. Damit sind wir jetzt quitt. Aber ich sag dir was, du solltest sehr vorsichtig sein, weil du dein Versprechen gehalten hast. Jemand wie du ist sehr. Das bedeutet hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Okay, nochmal zwei. Ah, zwei Gold. Okay. Jeder ist seines Glückes Schmied. Wie sollte es auch anders sein? So, haben wir hier noch mehr Quests? Warte, das war das Falsche. Der Mörder von Ramirez. Hat man mit Ningal schon gesprochen gehabt? So, war das Ningal? Das war Ningal. Ja, aber gut, ich würde sagen, wir suchen uns unseren Weg wieder nach Bensala. Hier war doch, glaube ich, Bensala. Das Geschäft mit Basir. Da fehlt uns noch was. Okay. Du solltest meinen Rat annehmen. Okay, da fehlt uns noch eine Quest. Wo war Basir nochmal? Beziehungsweise, warte, wenn wir jetzt das hier nochmal angucken. Er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Arte. Erzähl mehr von Basir. Alle, die den Tempel betraten, sind tot. Er selbst ist auf und davon. Doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen. Belia ist Zeug. Du meinst? Ja, aber sie hat den Tod verdient. Ah, okay. Basir muss sie töten. Wo ist denn Basir eigentlich dann? Oder habe ich Basir schon getötet? Ich weiß es nicht. Nein, nicht darunter fallen. Speicher einmal. So. Ah, ich wünschte, man hätte hier ein Reittier oder sowas. Ein Pferd oder ein Esel würde mir auch schon reichen.
Seit Emberal, ich mag das irgendwie auf den Esel zu reiten. Von A nach B. Aber ich würde schon eigentlich Vatras befreien wollen, also ich weiß jetzt nur nicht, wo Basil ist. Obwohl wir befreien erstmal nur Vatras. Und überlegen uns trotzdem nochmal, ob wir irgendwie vielleicht doch noch den Assassinen beitreten. Aber zumindest unsere Freunde und Bekannten aus den älteren Teilen will ich auf jeden Fall in Sicherheit wissen. Oder wir werden komplett ein Herzloser und erlegen einfach alles und jeden. So, wir gönnen uns nochmal ein Energy. Und jetzt habe ich vergessen, noch ein Alchemietisch aufzusuchen, damit wir Heiltränke machen. Apropos, habe ich noch Flaschen? 13. Okay, 13 Flaschen haben wir noch. Nicht hier runterfallen. Irgendwas höre ich da schnauben. Ja, okay, Snapper. So, und hier müsste jetzt eigentlich gleich die Straße wieder da sein, ne? Da vorne ist. Da ist die Hauptstraße. Ah, ja, ich weiß jetzt, wo ich bin. Wieder bei den Lurkern. Und die wieder. Alter, gleich 6 von den Ogern. Ernsthaft? So, Snapperkraut nehmen wir mit. Da sind wieder Löwen. War hier nicht der... Stimmt, hier war der eine Tempelwächter, ne, den wir erledigt hatten. So, da haben wir noch eine Kaktusblüte. Ist das das, was... Also Benzala. Ist das jetzt das, wo Vatras ist? Oder bin ich hier falsch? Müsste doch das sein, wo Vatras war, oder? Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen.
So, da haben wir blaues Erz. Da ist nichts mehr zu holen. Nichts zu holen. Hm, schade. Haben wir schon gelootet. Da ist nichts zu holen. Was ist das hier jetzt mit Vatras oder war Vatras in Labo? Ja, stimmt, das war das, wo die Untoten waren. Genau, da müssen wir nach Lago, nicht nach Benzada. Gucken wir mal, dann... Kopfgeld Ben Arai. Ja, da, also Lago und Ben Arai. So, Lagerfeuer. Haben wir was? Ich hier wieder? Nein. Wir haben nichts mehr an Fleisch. Okay, schade. Aber warte, die haben hier einen Alchemietisch. Dann können wir hier eben kurz... Heiltränke machen. Hier, Alchemietisch. So, Heiltränke... Wovon haben wir am meisten? Sonnenkraut. Jetzt fehlen mir Fläschchen. Okay, schade. Aber wir haben wieder 15 Heiltränke, immerhin. Das heißt, das können wir nochmal speichern. Und dann befreien wir Vatras. So. Ich will wirklich irgendwie... Aber ich weiß immer noch nicht, auf wessen Seite wir wirklich sind. Klar, wir befreien jetzt Vatras auf der Seite der Menschen. Wir können aber auch ein herzloses, was weiß ich was sein. Und einfach alle umlegen. So scheißen auf Innos und Belia. Und erlegen einfach alle. Was war das denn jetzt wieder? So, hier haben wir noch eine Kaktusblüte. So, und dann speichern wir hier einmal. Hier haben wir eh alle Quests, glaube ich, erledigt, oder? Hier dürfte nichts mehr sein. Hier sind die alle zwar verbündet, aber wir können die jetzt auch ganz schnell alle zum Feind machen. Also warte mal, das sind jetzt 1, 2. Eventuell 3. Hier 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gegner. Rein theoretisch. Weich jetzt mal. 10 Gegner, die wir bekämpfen müssen. So, komm. Ihn jetzt auch.
So, zählt das dann jetzt als Befreien? Und Grubus komme ich jetzt nicht dran, ne? Abgebrochen. Komm, nochmal. So, was haben wir hier? So ein Silberpokal. Und nochmal Heiltrink. Perfekt. So, haben wir alles wieder. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das Gold, was da oben ist. Hatte ich hier eine Banane? Hier Möhre, okay. Schinken. Nehme ich auch mal alles mit. Juckt die anscheinend nicht, hä? Hey, ha! So, nehme ich auch mit. So, jetzt sind sie alle hinter mir, ja? Bleib stehen, du Hund! Jetzt kommt er auch noch zur Hilfe. Jetzt geht's los hier. So, jetzt muss ich aber kurz Abstand halten, damit ich mich heilen kann. So, hier. Jo, okay. So, und... Jetzt wirst du... Eine freie Lago, perfekt. Nein! Verdammt! Okay, versuchen wir es noch einmal. Vielleicht kriegen wir es auch hin, dass er dann nicht dazu kommt da hinten. Oh, hey, pass doch auf! Sofort auf damit! Da! Da! So, komm. Komm. Bei denen hat es keinem was aufgefallen. So, er hat aber auch nichts im Gepäck. Abgebrochen. Okay, hier bricht so oder so auf. Einmal ab. Oder mehrmals. So.
So, vielleicht was futtern erstmal. Und wir können speichern. Den können wir noch kaputt hauen, ohne dass die das merken. Und dann kriegen wir die Sachen wieder. Der Typ ist aber auch echt... Naja, wie soll man sagen? Also, so high wie der immer ist. Oh, da unten war Fisch. Den Fisch habe ich nicht gesehen. So, dann haben wir hier noch Gold. So, hier jetzt bitte nicht abbrechen. So, speichern. Dann gucken wir mal, vielleicht den nächsten können wir auch noch angreifen. Ohne, dass sie alle auf uns losgehen. Wer wäre denn der nächste? Der hier vielleicht in der Nähe ist. Hi, du wirst hier als Mörder gesucht. So, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Ha! Hey, pass doch auf! Glaubst du, das hat weh? Ja, komm her. Komm mal ein bisschen mehr in diese Richtung. So, kann ich den nächsten anlocken? So, einen Moment, ich werde gerade angerufen. Bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, ich musste jetzt kurz etwas länger weg, sag ich jetzt mal. War ein kleiner Notfall gewesen. Aber wir waren ja hier, glaube ich, dabei, das hier zu befreien, meine ich. Zumindest haben wir das, wollten wir das versuchen. Ja, komm du mal mit. So, komm mal her. Komm. Bleib stehen, du Feigling. Komm her. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Leben der hat. Aber wir halten noch mal ein bisschen mehr Abstand. Ein Speer. So, nehmen wir auch mit, was es das denn gegen gibt. Na, jetzt Sensor, wo ist sein Speer hin? Wo ist er hingeflogen? Keine Ahnung. So, aber komm. Essen wir noch mal was? Und speichern. Wir haben ja nichts mehr hier fürs Lagerfeuer. Hey, pass gefällig. Niemand schlägt mich ohne Strafe. So, komm mit. Wir gehen kämpfen. In sicherer Entfernung. Ich glaube, auf diese Art hat, glaube ich, noch keiner einen Ort befreit, oder? So. Und jetzt? Es sagt aber auch noch keiner jetzt Mörder. So, noch ein Heiltrank. Der hatte zwei Schwerter gehabt und hier ist sein Speer. Aber wo ist von ihm hier der Speer hin? Speichern wir auch noch einmal.
Es dürfen jetzt nicht mehr allzu viele übrig sein, ne? Hier ist der Spähen. Halt! Du wirst hier als Mörder gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mach hier keinen Ärger, klar? Wir beobachten dich. Ja, klar. Hey, was machst du? Oh! Gib deinen Kampf, Männer! Du schlägst mich, du Hund? Ja, ich schlag dich. Komm. Schaffen wir. Bleib stehen, du Feigling! Der hat aber auch nicht mehr so viel Leben, ne? Zählt jetzt auch nicht als Mord, ne? Jetzt dürfte nur noch zwei Personen übrig sein, ne? Fabio und der andere da. Hier, Mammuk. Du schlägst mich, du Hund! So, er macht nichts, ihm ist das egal. Oder komm. Es gibt einen Kampf. Da! Komm, Mammuk. Ja! So. Der da oben sagt nichts. Ernsthaft? Mammuk hat auch nichts. Sein Knüppel nur noch. Weg mit der Waffe! So, komm. Befreien wir das alles von den Assassinen. So, befreie das La. Haben wir jetzt auch geschafft. So, da haben wir Fabios Schlüssel. So. Was ist mit ihm? Rasmus? Hey, Lago ist frei! Was ja. Für ein Kampf! Hier, Mann! Jetzt kommt die Zeit der Entspannung! Ja, nice. Nochmal. Schwarz-Roba erhalten. So, was ist mit den Sklaven, die hier waren? Hier gab es ja noch ein paar. Oder was ist mit ihm da hinten, den mit Löwen, den Mann? Wie hieß der nochmal? So, er hier. Shakio. Lago ist frei. Lago ist frei. Und so ist es gut. Du kämpfst und du hast Mut. Du kannst stolz auf deine Taten sein. Ist es nicht an der Zeit, den Stein des Löwen weiterzugeben? Ist es nicht an der Zeit, den Stein des Löwen weiterzugeben? Du begehrst ihn? Dann verdiene ihn dir. Habe ich das nicht schon getan? Nein. Lago zu befreien war mutig. Aber deshalb werde ich meinen Stein nicht geben. Also, was verlangst du für den Stein des Löwen? Ich bin ein Nomade und ich kämpfe für mein Volk. Dieser Kampf ist wichtig. Ich will, dass du das verstehst. Klar verstehe ich das. Dann sprich zu meinen Brüdern. Such die Sippen auf, die gegen die Sklaverei kämpfen, und sprich mit ihren Anführern. Dann bist du würdig, den Stein zu tragen. Okay, welche Sippen soll ich aufsuchen? Welche Sippen soll ich aufsuchen? Sprich mit Asaru. Er führt seine Sippe bei Braga. Suche Kayu auf. Er kämpft bei Murasul. Wutras findest du bei den Ruinen von Al-Shadim. Hurit und seine Sippe wirst du südlich von hier finden. Halte nach einer Oase Ausschau. Und Sinika ist in den Osten gezogen. Suche ihn in der Nähe der Tempelstadt Bakaresh. Es soll reichen, wenn du mit diesen Brüdern sprichst. Okay. So, was kann er mich hier? Bring mir was über die Jagd bei. So, Umgang mit dem Bogen will ich verbessern. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, kann ich das hier? Dazu bist du noch nicht bereit. Mehr kann er nicht? Ja, dann scheiß drauf. Wir haben aber 33 Lernpunkte. So, da kann ich jetzt Batras befreien, ne? So. Hallo, Batras. Adanos hat seinen Diener nicht vergessen. Er schickt mir einen unerschrockenen Befreier. Schon gut.
Du hast dich mit dem ganzen Dorf angelegt, was? Klar. Können wir reden. Warum haben sie dich eingesperrt? Warum haben sie dich eingesperrt? Sie glaubten, als geistiger Führer der Nomaden würde ich ihnen Geheimnisse verraten. Sie wollten so viel wissen. Über die Standorte der einzelnen Sippen, über Artefakte und über die Magie. Diese Narren. Ich hatte gerade erst meinen Fuß auf das Festland gesetzt, als sie mich schnappten. Okay, was weißt du über die Artefakte? Was weißt du über die Artefakte? Jetzt fängst du auch noch damit an. Alles, was ich weiß, ist, dass die anderen Wassermagier unterwegs sind, um sie zu finden. Und wie ich sie kenne, werden sie versuchen, die Geheimnisse des alten Volkes zu studieren. Okay, und was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Ich bin alt geworden. Früher hätte mich niemand gefangen genommen. Doch bevor ich sterbe, will ich noch einmal zu meiner alten Sippe gehen. Welche Sippe ist das? Ihr Anführer ist Hurit. Soll ich dich zu ihm bringen? Ja, wenn du weißt, wo er steckt, bring mich zu ihm. Ich weiß nicht, wo er ist. Was weißt du über die Standorte der Nomaden? Was weißt du über die Standorte der Nomaden? Ich weiß nur, dass die Sippen ihre Wanderungen beendet haben. Sie haben sich bei den Sklavenburgen versammelt und kämpfen gegen die Besatzung. Kämpfe du mit ihnen und befreie unser Volk. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Du bist auf der Suche nach der alten Magie? Gut. Ich werde dir beibringen, was ich weiß. Okay, alte Magie, den Weg der Natur, Weg des Wissens, Lebenskraft, magische Kraft, Ausdauer, geben zu Hut, lehre mich das höchste Wissen der Wassermagie? Nee. So, okay, dann haben wir Lago jetzt auch befreit. Warte mal. Was sagen die Sklaven, die dort in der Mine sind? Können wir mit denen auch nochmal reden? Ah ne, da waren ja keine mehr. Was auch immer mit denen passiert ist. Erstmal muss ich Hurit finden. So. Der Stein des Löwen, Kopfgeld, Schakir, der Wüstenlöwe. Der Kopfgeld haben wir ja nicht. Stufe 52 sind wir vor. Ich weiß noch nicht, wen ich mich hier anschließe. Obwohl, eigentlich hier in der Wüste gerne hätte ich mich den Assassinen angeschlossen, aber ich glaube doch eher den Nomaden. Oder wir töten einfach alle. So, warte mal. Steht hier was? Hurit und seine Sippe wirst du südlich von hier finden. Halte nach einer Oase Ausschau. Warte mal, kann ich dann... Ich muss an denen vorbei. Eine Oase Ausschau halten. Finden wir Hurit noch? Nicht an dem Tempel, glaube ich. Ach, komm. Wo soll ich in der Oase sein, bitte? Da ist ja schon die nächste Stadt. Ich habe keine Ahnung. Aber Hurit hatten wir schon mal zufällig begegnet, getroffen, gefunden. Ist nur die Frage, wo er jetzt ist. Obwohl, vielleicht ist das da an dem Tempel schon die Oase. Oder das da.
Nee, das ist keine Oase. Das ist auch keine. Und kein Schimmer, wo ich suchen muss. Wirklich null Plan. An dem Tempel bezweifle ich es. Vielleicht das da hinten schon? War da Hurut? Hurut bezweifle ich auch. Hier oben vielleicht. Irgendwas Großes habe ich hier gehört. War wahrscheinlich dieser eine Feuergolem, gegen den ich auch noch nicht ankomme. Noch ein Feuergolem, natürlich. Aber da scheint an ihm vorbei was zu sein. Ich glaube, ich bin aber auch schon mittlerweile zu weit weg von der Oase. Oh, hier haben wir Gold. Wie viel kriegen wir? 4, glaube ich, oder 6? Ne, 4. Jetzt ist die Frage, wirklich, wo finde ich Hurut? Vielleicht das da? Ist das die Oase? Nee, das muss schon. Doch, das muss hier irgendwo sein. Aber komm, ich würde sagen, wir machen uns da in der nächsten Folge auf Versuche danach, falls ich das nicht vergesse. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.